Ich glaube, ich habe noch nie so einen Livestream hier gemacht. Ich meine nicht. Aber ja, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach mal und beantworte vielleicht. Wenn ihr mal Fragen habt, wäre natürlich geil, wenn ihr die Fragen mal reinschreibt, die ihr habt. Alles und dann nicht versuchen, ich werde es beantworten. Und ja, wenn nicht, erzähle ich hier mal ein bisschen, wie das so ist, weil ich wurde schon von einigen mal gefragt, was ich hier mache und wie es so ist und ja, wie es hier abgeht an dieser Schule. Und was vielleicht nicht so gut ist, was saugeil ist. Und ja, deswegen, also, ich bin jetzt seit ungefähr seit 5 Monaten an dieser Schule. Also, ich bin ja schon seit über einem Jahr in London, aber habe erst vor 5 Monaten angefangen zu studieren. Die meisten von euch wissen ja die Gründe, warum. Bei mir hat es mit dem Visum nicht funktioniert, mit diesem scheiß Englisch-IELTS-Test, wo es dann dran gehakt hat, weil ohne diesen. Test darfst du ja nicht studieren und ohne Studienplatz kriegst du kein Visum und ohne Visum kriegst du keine Wohnung und so weiter und so fort. Aber ja, das hat sich ja zum Glück alles geregelt und genau, dann hat es endlich funktioniert. Ich habe ja letztes Jahr hier schon gewohnt, bin dann wieder nach Deutschland für, ich glaube, 2 Monate, 3 Monate, bis ich Visum hatte und dann bin ich wieder hierher gekommen. Ich habe jetzt ungefähr in, ich glaube, 10 verschiedenen Locations gewohnt, bis ich jetzt endlich mal meine Wohnung gefunden habe. Ja, aber das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe zumindest. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor 4 Monaten angefangen und ja, erkläre jetzt mal ein bisschen oder erläutere mir ein bisschen mehr, was ich hier eigentlich gemacht habe bis jetzt und was noch kommen wird. Also auf jeden Fall, es ist mega geil hier. Das ist direkt in der Innenstadt, wenn ihr mal in Google Maps gucken wollt, tippt da einfach mal Point Blank Music School ein, dann seht ihr, wie zentral es in London wirklich ist. Und das Krasse ist, hier trifft halt wirklich so viel, eigentlich die gesamte Musikindustrie zusammen. Und jeder hier in der Schule ist hinterher mit Musik. Also ich sitze gerade hier neben denen draußen, die ganze Zeit an ihrer Musik arbeiten. Und ja, ziemlich chillig. Jeder ist geil drauf hier. Jeder, falls mal was ist, jeder hilft einem. Oder jeder will irgendwie so miteinander connecten. Oder sagen wir mal nicht jeder, aber viele. Wie viele Stunden pro Tag bist du in der Uni? Das ist unterschiedlich. Ich erkläre gleich weiter. Unterschiedlich. Ich habe jetzt in den ersten paar Monaten 3-mal pro Woche Uni und das sind immer nur 4-Stunden-Blöcke. Das heißt 4 Stunden pro Tag und das 3-mal die Woche. Aber es hört sich nicht viel an, aber es ist viel. Gerade wenn du so einen Studiengang auf Englisch machst und dann Musikproduktion und Sound Engineering, das ist halt doch schon ein Klopper und es ist schon doch schon sehr anstrengend. Aber es ist geil. Genau, wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Also auf jeden Fall mega geil. Jeder Student hier ist hoch motiviert, viel zu machen. Und ja, richtig geil. Angefangen habe ich vor knapp 5 Monaten mit den ersten 3 Modulen. Ich habe insgesamt, ich glaube, 20 oder 21 Module hier. Verschiedene Module, wo es um Musikproduktion, um Musikindustrie geht, um Business, um Vermarktung und was weiß ich. Weil das ja alles irgendwo ein großer Teil ist. Die Musikindustrie ist ja eigentlich ja, Geld, was wir hier lernen, wie man aus Musik Geld macht oder wie man in die Musikindustrie einsteigt, wie man da Kohle macht. Aber ja, doch, der Hauptpart geht natürlich hier um Musikproduktion. Also was wir in den ersten drei Semestern, Modulen gemacht haben, es sind immer 3 Monatsmodule, ist Sound Engineering, Music Composition und Intro to Ableton oder Intro to Logic. Also Sound Engineering ist, wenn ihr jetzt hier mal seht, diesen riesen Mixing Desk. Das ist zum Beispiel was, womit ihr direkt anfangt, wenn ihr in die Schule kommt oder wenn ihr die Point Blank, ja, wenn ihr anfangt hier zu studieren, ist das erste Modulfach Sound Engineering. Das heißt, ihr lernt, wie bedient man so ein Mixing Desk hier. Jetzt nicht den, es gibt hier, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene, 3 Stück auf jeden Fall. Und von der Grundstruktur, vom Grundprinzip sind die natürlich alle gleich, aber es gibt verschiedene Modelle. Du musst natürlich angeschult werden. Ja, stimmt, ich klopfe zu wenig auf den Tisch. Nee, das ist wahrscheinlich die Nervosität. Aber die Tische halten das aus. Die sind aus Holz hier. Alles easy. Wundert mich, dass man das so arg hört, aber danke für den Tipp.
Genau, da lernt ihr, wie so ein Tisch funktioniert. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Band aufnehmen wollt, oder sei es eure DAW, euer Logic Pro oder Ableton anschließt, dass ihr lernt, okay, wie verteilt ihr zum Beispiel aus dem Programm die Kanäle auf das gesamte, auf den gesamten Mixing Desk. Dann lernt ihr natürlich alles über Mikrofone. Wie muss ein Mikrofon aufgebaut sein? Für welches Szenario, also für welche Aufnahme brauche ich welches Mikro in welcher Position? Und das ist. Ich würde mal sagen, das ist eine Wissenschaft für sich zu wissen, okay, ich will jetzt Drums aufnehmen, okay, ich brauche zwei Mikrofone, ich brauche eine Kick-In-Mic und ein Kick-Out-Mic, okay, welches benutze ich für In, wie positioniere ich die? Das sind alles so Faktoren, die man hier lernt und was für verschiedene Mikrofone es gibt und ja, all das, das ist hier im Grundstudiengang, im Grundstudiengang. Aber mich würde mal interessieren, ob hier jemand Englisch drin ist, aber ich glaube nicht, weil ich rede hier ja nur Deutsch. If anybody is inside here in this Twitch Livestream and recommends an English explanation for this, what I'm saying, just type it into the text and I will answer you as well. Ja, dann werde ich nämlich vielleicht zweisprachig erklären, aber ich glaube, für den Livestream hier ist es eher, ja, sind nur Deutsche drin, aber hätte ja sein können. Genau. Was du dann in allen ersten drei Modulen lernst, ist auch wie du deine Software. Ich habe mich am Anfang für Ableton entschieden, bin jetzt zu Logic umgeswitcht. Du wirst natürlich, wenn du jetzt so eine auf, wenn du jetzt so einen Kurs machst, das ist immer dann auf, ja, deutlich besser, cool. Das ist immer auf Logic und auf Ableton anwendbar. Das heißt, die Tutoren zeigen dir das immer, wenn sie dir irgendwas erklären, weil die arbeiten ja am Computer und am Mixing Desk. Machen die das immer, zeigen beide Varianten, dann lernst du natürlich auch beides. Jetzt habe ich es weiter runter. Ich hoffe, das ist. Sagt mir mal, wenn ihr euch übers Mikrofon beschwert, ob es wirklich so schlimm ist. Wenn nicht, muss es anders positionieren. Genau, also ihr werdet immer zweifach unterrichtet. Hier gibt es, bestimmt will jetzt jemand wissen, wird hier FL Studio und so weiter unterrichtet? Nein. FL Studio ist, wird nicht angesehen als Industriestandard, sondern Ableton und Logic und Pro Tools. Das sind die drei Dinge, die wir hier erklärt bekommen. Jetzt noch nicht Pro Tools, weil es kommt erst im Mastering-Modul, aber trotzdem. Ja, das sind so die Dinge. Jetzt muss ich mal gucken, was haben wir dann noch gemacht im Sound Engineering-Modul. Genau, wir hatten verschiedene Leute hier, das heißt, jede Woche war eine neue Aufnahme. Das heißt, in Woche 1 kriegst du quasi eine Einführung bis in Woche 2, 3. Und dann so ab der dritten Woche fängst du halt schon an, selber zu recorden. Das heißt, es kommen Drummer, es kommen Gitarristen, Sänger. Das sind so die drei Haupt-Acts, die kommen eigentlich immer regelmäßig zu den Studiengängen. Und mit denen machst du dann Aufnahmen, weil ihr in der ersten Woche euch einen Song auswählt, den ihr quasi covern wollt. Und den versucht ihr quasi nachzumachen mit Live-Musikern. Richtig geil. Dann zu wissen, okay, wie musst du das Signal durch den Mixer hier routen, wie funktioniert das alles, wo gibst du welchen Effekt drauf? Sau kompliziert, aber sau interessant. Auch wieder eine Wissenschaft für sich, aber es ist brutal geil. Mal zu wissen, okay, wie funktioniert so ein Mixing Desk? Auf den speziell jetzt hier habe ich nur eine kurze Einführung gekriegt. Ich könnte den zwar jetzt benutzen, aber wirklich für einen professionellen Nutzen, so weit sind wir halt hier noch nicht. Das ist in 2 Jahren vielleicht der Fall oder im Jahr, keine Ahnung. Auf jeden Fall war dann das zweite Modul, was ich deutlich unterschätzt habe, ist Music Composition, was Musiktheorie ist. Also da geht es rein um die Theorie. Und das habe ich deutlich unterschätzt deswegen, weil ich nämlich gedacht habe, okay, wenn du Ableton oder Logic beherrschst als Programm, was du hier beigebracht kriegst, dann kannst du Musik machen. Scheißegal, dann kannst du alles produzieren. Und das ist halt eben genau nicht der Fall. Genau das ist mir nämlich erst klar geworden, als ich diesen Kurs gemacht habe. Du gehst an den Kurs und dann lernst du das erste Mal Musiktheorie, dann noch auf Englisch, was in den ersten paar Wochen richtig schwer war. Aber jetzt ist es so, okay, du bist in der Vorlesung und du musst dich nicht mehr darauf konzentrieren oder im Kopf übersetzen, okay, was sagt der Tutor da jetzt eigentlich oder was erklärt er dir? Krass, was ich jetzt auch festgestellt habe, ist, wenn ich auf, ich kann, wenn ich was recherchieren muss oder sowas, zu meinem Studiengang, ich kann es auch nur noch auf Englisch, weil auf Deutsch gibt es entweder nur scheiß Übersetzungen oder ich wusste gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Das ist jetzt kein Spaß, aber wenn du das halt auf Englisch studierst und dann hast du auch null Probleme damit, auch nur auf Englisch damit zu arbeiten und nicht auf Deutsch jetzt da zu wechseln. Deswegen, aber jetzt nochmal zurück.
was ich unterschätzt habe mit Musiktheorie, dass du die wirklich so hart brauchst für deine Musikproduktion, weil hier kriegst du beigebracht erstmal, was ist eine Chordfolge, alles, also was sind Harmonien, was sind Hooks, was ist ein Rhythmus. Und wenn du das alles mal realisierst, was du damit machen kannst, da steigt dein Skill im Produktionslevel nochmal gewaltig. Und deswegen war ich richtig froh, dass ich diesen Kurs genommen habe. Und der dritte Kurs, den ich dann genommen habe, war Intro to Ableton. Das heißt, du kriegst quasi das Programm, mit dem du am Computer arbeitest, kriegst du erklärt, wie das funktioniert. Das ist quasi eine Introduction, du erlernst alle Grundlagen und auf dem baust du dann auf. Das heißt, du hast ja immer 10 Wochenblöcke. Und sorry, ich muss gerade mal was lesen, das nächste Scheiße. Übrigens hast du von meiner Ja, cool, Tonassistent, geil. Dein Dad und ich haben die gleiche Generation und dann cool. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, wer du bist, Pro-DJ-Kugel, aber cool auf jeden Fall zu hören. No, dann lernst du Ableton, aber damit das halt nicht getan ist, nach 10 Wochen das komplette Programm beherrschst. Du weißt zwar, wie die Grundlagen funktionieren, aber es gibt immer wieder was Neues. Was ich jetzt halt aber gelernt habe in den nächsten Modulen, ich habe jetzt zum Beispiel gerade, ich bin im zweiten Term, im achten, also die ersten 6, 7, 8 Module habe ich jetzt, oder die nächsten 6, 7, 8. Und da geht es jetzt zum Beispiel um Art of Mixing. Das ist der Grund, warum ich in dem Raum hier bin. Da geht es darum, wie man Tracks richtig abmischt, was auch wieder brutal Kopf ist. Aber Servus Wolfi, grüß dich. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wo ich auch gedacht habe, hier, man muss dieses riesen Ding benutzen, zu wissen, wie man Tracks richtig abmixt. Aber das wird, also was wir hier gelehrt bekommen, ist In-the-Box-Mixing. Das heißt, du benutzt eigentlich nur deinen Computer. Und dann ist da hinten diese riesen Leinwand, wo der Tutor dann hier an dem Computer, wo ich arbeite, alles zeigt. Welche Plugins brauchst du für, keine Ahnung, du lernst hier zum Beispiel, was ist ein Kompressor? Wie funktioniert der? Wofür brauchst du den? Dann lernst du, was ist ein Reverb, was ist ein Delay. Aber nicht wie mit YouTube-Tutorials, was ich auch erwarte, wenn ich so viel Geld zahle. Du lernst halt wirklich bis ins kleinste Detail, was das ist und wie das funktioniert. Aber zu verstehen, wie das funktioniert, musst du halt natürlich das auch anwenden auf deine eigenen Tracks, auf die Musik, auf die Assignments, also auf die Abschlussarbeiten, die wir machen. Wir kriegen ja immer Abschlussarbeiten. Wenn wir so ein Modul fertig hatten, muss ja eine Abschlussarbeit abgegeben werden, was zum Beispiel in den ersten 3 Semestern war, den Track, den wir hier aufgenommen haben, was ich erklärt habe mit dem Mixing Desk, den fertig aufnehmen, das waren am Ende so um die 100, 120 Spuren, bearbeiten, schneiden. Das war eine riesen Scheißarbeit, aber es war geil. Hat echt Spaß gemacht. Dann dazu natürlich eine Fachanalyse schreiben auf Englisch, wie man was gemacht hat. Dann ging es darum, du musstest in Musikkomposition auch natürlich einen eigenen Track produzieren, von Scratch. Das heißt, keine Drittanbieter-Plugins, alles, was Ableton oder Logic an sich bietet, daraus musst du einen Track komponieren. Und dann musst du Videos dazu machen, wie du erklärst, warum du den Track so aufgebaut hast, wie du es gemacht hast. Das heißt, du machst ein Zoom-Video oder keine Ahnung was und erklärst dann, okay, im Intro, die ersten 32 Bar, keine Ahnung, ist mein Intro. 32 Bar ist jetzt scheißegal. Auf jeden Fall erklärst du, okay, in was für einem Key ist mein Song? Ist es in C Major, also C-Dur? Okay, und warum habe ich diese Chordfolgen genommen, wo es um Spannung, Tension and Release geht, also Spannung und Release? Ja, da fängt es schon nämlich an. Auf jeden Fall diese ganzen kleinen Dinge erklären, woraus dein Track besteht, bis ins Detail erklären, warum hast du genau diese Chordfolge genommen? Warum hast du hier diese Clap benutzt oder was weiß ich? Und wenn du bist ja quasi gezwungen, das zu machen. Und wenn du so intensiv dazu gezwungen bist, das zu machen, dann lernst du es aber auch, weil du sitzt dran, es macht dir Spaß. Natürlich nicht immer, weil das manchmal echt zermürbend ist, wenn was nicht funktioniert, wenn du den Track nicht so hinkriegst, wie du es gerne hättest. Aber du musst halt einfach dranbleiben. Und dann gibst du die Abschlussarbeit ab und dann kriegst du auch eine Benotung drauf. Ich habe in den ersten 3 Modulen alles bestanden. Es waren insgesamt 6 Abschlussarbeiten. Das heißt, 3 Tracks produzieren, also Track den aufgenommenen, dann für Intro to Ableton eine eigene Songproduktion und für Musiktheorie eine eigene Songproduktion, dann 2 Erklärvideos und eine Fachtextanalyse. Wenn ich mich jetzt vertan habe, doch müssten 6 sein.
Genau, also es ist sehr, sehr stramm hier. Hier wird richtig durchgezogen, was mich auch gewundert hat, ohne mich jetzt besser darstellen zu wollen. Aber es sind so viele durchgefallen, wo ich mir denke, ey, ihr lebt hier schon, keine Ahnung, 5 Jahre, 10 Jahre. Und wie könnt ihr da durchfallen? Da denke ich mir, ihr macht ihr halt einfach nicht genug dafür. Und dann jemand so rum, ja, sie brauchen eine Verlängerung. War auch ein ganz komisches Thema. Aber ja, das ist wieder ein anderes Thema. Wer lernt heute noch händisch zu mixen? Das denkst du, dass es nicht mehr gemacht wird. Das ist gang und gäbe, wenn du jetzt Dub-Mixing machst, zum Beispiel für Reggae. Das heißt, du willst. Das geht jetzt zu sehr ins Detail. Ich erkläre dir es in 10 Sekunden. Du machst quasi ein Bass-System mit Reverbs, was den Reverb immer wieder zurückschickt. So, und du willst es am Mixer quasi immer wieder loopen, 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 damit du diesen einen Effekt zum Beispiel immer nur auf der Clap hast, damit du ein Delay hast, ein bestimmtes. Was zum Beispiel im Reggae oder sowas sehr, sehr be beliebt ist, das zu machen. Und da benutzt du noch Mixing Desks oder für, ja, für Live-Aufnahmen. Also du benutzt es natürlich noch, sonst würden wir ja nicht darauf trainiert werden. Das war jetzt nur ein schnelles Beispiel, sonst komme ich vom Thema ab. Bin ich jetzt nämlich schon. Ich trinke mal einen Schluck. Aber ja, es gibt so viel zu erzählen und dafür reicht mir die Zeit hier einfach nicht. Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es rein für die, die dann neu dazugekommen sind. Ich beantworte die alle. Wenn ihr Interesse habt, keine Ahnung, wie funktioniert das hier überhaupt mit der Bewerbung und was weiß ich. Also alles, worum es jetzt hier bei der Musik geht oder an der Schule, hat es in den Kommentaren bei Fragen. Genau, wo bin ich stehen geblieben? Ich komme da immer sehr schnell raus, sorry. Ja, also jetzt die letzten, sagen wir mal, die 5 Monate, wenn da jemand mal einen Erfahrungsbericht haben will, es ist mega geil. Es wird halt oft diskutiert, lohnt sich das? Weil das ist kein Geheimnis, was das Studium kostet. Das kann man online nachlesen auf der Website. Das kostet pro Jahr ungefähr 13.000 Euro. Ich habe jetzt eine, wie sagt man, ein Stipendium bekommen, was mir 3.000 Euro Erlass gibt. Das habe ich bei meiner Bewerbung bekommen. Wenn man bestimmte Referenzen erfüllt, kriegt man diesen Erlass, was ein Haufen Geld ist natürlich. Und ich glaube sogar auf die 2 Jahre, das wären um die 6.000 Euro, die ich jetzt Erlass bekommen. Trotzdem ist es noch viel Geld mit. Ich glaube, insgesamt, wenn es hier fertig ist, 22.000 Euro sind es dann allein nur das Studium oder 25.000 mit Rabatt. Aber ich sag mal so, ob es wert ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden, weil es gibt hier viele, die sagen, es ist natürlich wert. Dann habe ich aber auch schon Meinungen gehört, wo sie sagen, das Geld, was du bezahlst, ist es nicht wert, weil. Und jetzt kommt es, die Leute halt einfach nicht. Die Leute denken, du kommst hier 4 Stunden in die Vorlesung, du kriegst es alles reingeprügelt, wirklich, du kriegst es reingeprügelt, du kriegst was gezeigt, nächste, wie in einer normalen Vorlesung auch. Na klar, kannst du die Tutoren was fragen, weil hier sind maximal 16 Leute, von denen meistens immer nur 5, 6 da sind, weil die anderen nicht kommen, keine Ahnung. Kannst auch mal Fragen stellen. Aber die Leute denken halt hier, du gehst dahin und wenn du die Vorlesung gemacht hast, kannst du das. Und das ist vielleicht ein Bruchteil von dem, was du am Ende kannst, ist das, was du hier lernst. Weil das, was du hier lernst, musst du erst mal anwenden können und verstehen. Und das kannst du nur machen, wenn du eigene Musik machst und dich damit daheim beschäftigst. Ich mache auch pro Tag teilweise 10, 12 Stunden Musik. So, und es reicht trotzdem nicht, wo ich sage, ey, ich habe heute irgendwie, ich habe nichts verstanden oder es hat nicht funktioniert. Ist halt so. Heißt aber nicht, dass es nicht in der Zukunft funktioniert. Deswegen mache ich es ja hier. Und was auch ein Riesenthema hier ist, für viele, was heißt ein Riesenthema, aber das geht einigen Studenten so. Hier sind natürlich manche besser als andere. Und das zieht viele motivationell runter. Ich muss sagen, am Anfang war das bei mir auch so, aber da muss man, darf man einfach nicht drauf hören, weil du hörst hier, oh, ich bin in den Label gesigned und ich habe die und die Aufrufzahlen und was weiß ich. Da darf man nicht drauf hören, weil das ist sehr schnell demotivierend. Und da muss jeder für sich selbst gehen, jeder seinen eigenen Weg gehen. Und, oder sagen, okay, ich höre da nicht drauf, was sie sagen. Das heißt nicht, dass ich das nicht schaffe, oder das heißt für mich auch, dass ich es auch schaffen kann. Das muss man ja auch mal so sehen. Aber ich bin mal gespannt, weil ich habe jetzt so viel gelernt in den letzten 5 Monaten. Das hätte ich mir in, keine Ahnung, jahrelange Selbstarbeit halt nicht beibringen können, weil hier ist der große Vorteil, du hast Struktur. Ich habe quasi eine Wahnsinns. Jetzt schreibt bestimmt jemand was rein, was wegen meinen Haaren ist, mir aber egal, die Mütze stört jetzt. Auf jeden Fall, du lernst hier so viel, gerade wegen dieser Struktur, die in der Schule gibt. Und wenn du jetzt, du hast ja auch ein Online-Portal, wo ich sage,
Namen aus der Schule. Ja, bestes Beispiel Felix Jehn. Felix Jehn hat hier studiert. Music Composition für Musiktheorie. Mein Tutor hat Felix Jehn unterrichtet. Wir haben uns über Felix Jehn unterhalten. Das ist krass. Das ist jetzt mal ein Name hier. Ich weiß nicht, wen es noch alles gibt. Hier hängt eine komplette Wand voll mit Leuten, die hier waren, von Armin van Buuren. Also, er hat natürlich hier studiert, aber besucht haben Armin van Buuren, Laidback Luke und die ganzen großen DJ und Produzenten. Noch 50 andere gefühlt. Aber ja. Naja, auf jeden Fall, dieses Struktursystem ist hier ziemlich gut. Du hast massig Online-Material, was auch nicht von den Tutoren immer unterrichtet wird, sondern du kannst nachlesen, was sie in der Woche machen, kannst vorarbeiten. Aber was da drin steht, du hast zum Beispiel pro Vorlesung 100, 120 Seiten teilweise an Vorlesungsmaterial. Und die machen nicht alles in den 4 Stunden, weil sie das gar nicht schaffen. Aber du hast genug, um zu lernen. Das Schwierige hierbei ist, sich so, ich sag mal, nicht vorzubereiten. Aber so zu lernen, dass du auch alles abdeckst, das fällt mir, also habe ich bis jetzt auch noch nicht hingekriegt, weil ich noch keinen richtigen Strukturplan habe, wie arbeite ich was ab, weil das einfach, das Tempo ist hart, ich komme gut mit, aber trotzdem würde ich gerne noch mehr lernen, was halt bedeutet, ich muss noch mehr Zeit dafür in Anspruch nehmen, was ich auch gerade versuche, aber Moment, ich muss kratzen, das hört ihr bestimmt an dem Mikro. Genau, also das kann ich wirklich, spricht für die Schule. Muss man echt sagen. Und du weißt immer, was nächste Woche kommt, wie in einem normalen Studiengang auch. Und diese Struktur erzählt dir halt kein YouTube-Tutorial der Welt. Sagt hier, fang an mit dem. Dann gehst du über auf dem und das baut ja alles aufeinander auf. Und das ist halt das Geile hier. Dafür bezahlst du halt aber auch den enormen Preis, muss man ehrlich sagen. Aber es lohnt sich. Ich sag nur, es lohnt sich, weil wenn man nichts draus macht, das ist auch, was viele Leute denken. Nur weil ich hier bin an dieser Schule, das ist kein Garant dafür, dass man erfolgreich wird. Ich habe, klar, das ist eine gute Basis, sage ich jetzt mal wirklich, aber es ist kein Garant dafür. Hier gibt es viele Leute, die würden gerne erfolgreicher mit ihrer Musik sein, die arbeiten sogar hier als Teilzeitjob, aber schaffen es halt nicht mit ihrer Musik zu überleben. Wie gesagt, die haben ja auch studiert, gelernt, aber das würde mich mal interessieren, was ist für ein Prozentsatz? Wer ist wirklich an der Spitze der Musik? Das sind 0,00 irgendwas Prozent, die wirklich ganz oben mitspielen. Das ist nur mal ein Beispiel hier. Das haben wir hier auch gelernt. Es gibt 8 Millionen Spotify-Artist-Account. Nur Spotify. Jeden Tag werden 62.000 neue Tracks hochgeladen. Jeden Tag. Am Ende des Jahres hat Spotify 22 Millionen neue Tracks hochgeladen. So. Nur 10% aller Artists auf Spotify, nur 10%, also sowas wie Ed Sheeran, was weiß ich, die ganz Großen, generieren 98% des gesamt weltweiten Streams. Das heißt, die sind dafür verantwortlich, für 98% der Streams, die weltweit aufgerufen werden. Um da hinzukommen, was heißt unmöglich, aber mal ganz im Ernst, wie viele haben es wirklich dahin geschafft? Und da steckt ja viel dahinter, das ist natürlich viel Kontakt. In die Musikindustrie, gut, in der Musikindustrie mit mich, aber hier gerade in London, das wundert mich, sind so viele Leute, die als Independent Artist versuchen, groß zu werden. Da schreibe ich auch gerade meine Facharbeit drüber im Kurs Musikindustrie, weil ich jetzt lerne, wie die Musikindustrie funktioniert. Natürlich ist es wahrscheinlich was anderes, als wenn du direkt in der Musikindustrie mitmischst, aber wir lernen da die Basics. Was ist ein Publishing? Was ist Distribution? Wie wird das Geld verteilt? So Sachen halt. Aber das unterscheidet sich wahrscheinlich, wenn ich das mal ernst nehme, weil ich kenne Leute, die da arbeiten in der Musikindustrie. Das wird sich wahrscheinlich massig unterscheiden von dem, was Realität ist. Aber egal, ich kann es ja nicht sagen, ob es wirklich so ist. Aber wir kriegen hier keinen Scheißdreck gelehrt. Nur, es sind halt wirklich nur Basics. Aber ja, und gerade sehr, sehr viele versuchen hier groß zu werden mit der Musik. Und dann sieht man das oder sehen die auch, es funktioniert halt doch nicht, wie sie wollen. Und ja, das Ding ist, gute Musik produzieren ist natürlich das Fundament.
aber auch gute Kontakte zu haben in die Musikindustrie, sich zu promoten und vielleicht irgendwann mal eine Marketingstrategie aufbauen oder zu sagen, okay, ich will mir jetzt was aufbauen, ich will mir jetzt eine Marke aufbauen, wie mache ich das? Und das kriegen wir alles gelehrt von, keine Ahnung, über Social Media, wie man sich eine Marke aufbaut, über Networking oder Businesspläne, was wir zum Beispiel heute gelernt haben, dass man Businesspläne aufsetzen muss, jetzt bei mir natürlich noch nicht, aber für die Zukunft. Und das ist hochinteressant, aber auch ein riesen Themenfeld, weil wenn du mal siehst, was da alles hinten dran steckt, das ist nicht nur die Musik. Die Musik, klar, ist deine Grundlage, aber wenn du jetzt mal siehst, was da hinten dran steckt, das ist Geld, Kontakte, das sind Marken. Du bist ja irgendwann in der Musikindustrie, bist du eine Marke. Das heißt, was bist du für die? Du bringst den Geld ein. Da geht's, wenn du jetzt so ein Ed Sheeran bist, der innerhalb von 3 Jahren mit seinen Gigs 760 Millionen, 760 Millionen Euro verdient hat, da brauchst du dir keine Sorgen mehr machen um Geld. Aber das ist so ein Ding, das unterschätzen viele, die denken, wenn sie einfach Beats produzieren bei sich zu Hause oder sagen, okay, hier, es gibt ja viele, die machen das zum Spaß, aber es gibt viele Leute oder Produzenten, die sagen, okay, ich will das hauptberuflich machen. Ich produziere Musik, okay, aber warum werde ich nicht bekannt? Ja, weil die keinen Plan haben, wie es abläuft in der Musikindustrie. Wenn die darüber unterrichtet werden, wie es läuft, okay, das muss ich machen. Ich muss das und das machen, um mir eine Marke aufzubauen. Ich muss das und das machen, um gut in Musikproduktion zu werden. Ich muss Collaborations machen. Ich muss mit anderen zusammenarbeiten. Ich muss viel lernen. Und was ist. Ich könnte jetzt stundenlang drüber reden, was du alles machen kannst, um dir eine Marke aufzubauen. Das wird jetzt aber sprengen. Es geht nur darum, dass ich das selber unterschätzt habe, bevor ich hier hingekommen bin. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr. Ja, ich liebe es hier. Ich bin eigentlich so gut wie jeden Tag hier. Aber ja, jetzt nochmal zurück, was ich hier so lerne. Ich glaube, das ist auch mal interessant. Was ich jetzt gerade noch mache, ich habe ja jetzt die nächsten 3 Module. Da lerne ich jetzt zum Beispiel Sound Design. Wir lernen Reactor. Reactor ist ein Programm, mit dem du wirklich von Grund auf lernst. Du baust dir quasi deinen eigenen Synthesizer. Die Leute, die hier Produzenten in dem Chat sind, ich glaube mal Leander und Ben, du auf jeden Fall, ihr wisst es ja. Ihr habt fertige Synthesizer und habt fertige Sounds. Ihr nehmt quasi Sounds von anderen und benutzt sie für eure Musik. Und was wir hier lernen, ist quasi, baue dein eigenes Gerät, um deine eigenen Sounds zu kreieren. Was wahnsinnig komplex ist, wenn du jetzt mal das, was die Produzenten wissen, ist, wenn du das jetzt mal runterbrichst, wie so ein Synthesizer aufgebaut ist, und wirklich vom Oszillator über einen Filter, über einen Verstärker, über Envelopes, dir deinen eigenen Synthesizer baust und verstehst, okay, wie funktioniert das eigentlich? Warum kriege ich diese Töne raus? Jede Liedmelodie, die ihr im Radio hört, jede Musik hat irgendwo quasi wurde erstellt über einen Synthesizer. Und wenn du dann verstehst, okay, so wurde das entwickelt oder so ist der Sound entstanden, das ist brutal. Es ist aber auch, muss ich sagen, bis jetzt das heftigste Fach vom sagt man halt doch auch vom theoretischen Wissen, aber auch von dem Zeitaufwand, was du dafür brauchst, um das aufzuarbeiten. Weil das ist, du sitzt quasi einen ganzen Tag davor oder ich sag mal stundenlang davor. Und du verstehst halt einfach nicht, warum ist es jetzt so? Warum klingt das so, wie es klingt? Warum muss ich hier eine. Warum nicht klingt die Sinus.
zu machen und merke, wie viel ich lerne und das auch anwenden kann, was ich hier lerne. Das heißt, wenn ich in Musiktheorie was lerne und dann verstehe, okay, beim Nachmachen, ah, okay, deswegen ist es so. Das bringt halt enorm viel und das kann ich den Produzenten, die hier vielleicht auch mitgucken, einfach mal raten, dass sie sich auch vielleicht mal damit beschäftigen, mit Musiktheorie. Und ich weiß, Andi, du guckst auch zu, dass allein Klavierspielen, ich bringe da auch gerade Keyboardspielen bei und habe am Anfang auch gedacht, Alter, oh shit, ich werde es niemals hinkriegen. Jetzt so nach einigen Wochen, dann geht's schon. Da kannst du schon mal die ersten Akkorde spielen, kannst ein bisschen was einspielen schon und denkst, oh, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Schwer ist es eigentlich nur so links und rechts die Hände unterschiedlich voneinander zu koordinieren. Aber es wird halt auch immer besser. Aber es ist halt auch wichtig, finde ich. Finde nicht nur ich, findet eigentlich jeder hier wichtig, mindestens mal ein Instrument zu verstehen und spielen zu können, um das auch anwenden zu können, weil das bringt dir so brutal viel beim Musik produzieren. Halt nicht mit so einem kleinen Kack-MIDI-Keyboard wie ein MPK oder sowas, aber hier ist jetzt gerade ein Studio Assistant. Kann sein, dass der jetzt kurz reinkommt, weil die sagen, die kommen immer kurz rein und gucken im Moment. Ich warte noch einmal auf die Tür. Junge, I'm streaming, man. You're streaming? Oh, yeah. Why are you streaming? To Twitch. You can say hello. Would hello! It's a studio technician, so. So, what are you doing? I'm doing a Twitch live stream where I explain what I'm doing here at Point Blank. Oh, really? So, yeah, man. You got many people And. watching? Huh? You got many people watching? Yeah, about 20 now. It was 40, and, but I'm streaming like. Are they asking you questions? 40. Yeah, sure, I have to answer them. Yeah? Yeah, sure. What are you saying? Oh, yeah, they ask a question about mixing, for example, and. Yeah, my life here at Point Blank. Oh, ich sehe gerade, ich bin gerade auf dem Stream dahin. Wir müssen jetzt hier schon mal zusammen machen. Sorry, when are you closing? Which one? Quarter to nine. Huh? Quarter to nine. Quarter to nine. Okay. Before. So. Yeah, no. It's nine, but we have. Sorry. I don't know if you know, in the last couple of days, we experienced a little bit of a problem with the building. Yeah. Little bit of leaks. Is it possible to stay a few minutes later here in this room, or yeah? Okay, I will stop at about nine. Yeah, because like we so basically come. Yeah, I will. I need to continue streaming, but if yeah, it's possible. No. I just want to show you that. So. Warte kurz. You see that all those drops? Yeah, that's a new change. Or so there's drops coming from. Ah, ceiling. Yeah, okay. So all over the school, there's at some point there's drops coming from ceiling. So the yeah. whole now, as soon as you guys leave, we have to call the. Everything with oh, yeah, sheets. Okay. Not stressful. So that's why I was saying like even 5 to 9 will yeah, be nice. No, no problem. I will finish, but I will stay in the hub maybe. So. Okay, also kurz mal übersetzen, warum jetzt der Studio-Technician hier drin war. Die müssen um 9 hier zumachen. Das heißt, ich gehe aus dem Studio raus um 9, versuche aber noch ein paar Minuten zu streamen, wenn es geht. Wenn dann noch Fragen sind. Aber die haben da oben ein Leck wegen dem Rohrbruch und die müssen da hier wegen alles abdecken. Und deswegen muss ich pünktlich um 9 hier raus. Aber wir haben ja noch über eine halbe Stunde. Das sollte also kein Problem sein. Also, jetzt habe ich ernsthaft den Faden verloren. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wo ich einspringen soll. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, mit was ihr oder was ihr noch gerne wissen würdet. Wenn nicht, labere ich einfach nur weiter. Aber ich trinke erstmal einen Schluck. Und für alle, die fragen oder sich denken, warum mache ich hier das? Das bewirkt gar nichts. Der Mixer ist nicht angeschlossen, ich mache das einfach nur aus Spaß. Aus Nervosität mache ich einfach so. Nee, Spaß. Aber ich könnte es anschließen, aber ich mache es jetzt nicht. Dafür reicht die Zeit nicht. Genau, also, das war zum Thema Sounddesign. Was ich jetzt noch habe, wie gesagt, Art of Mixing. Da hat der Flo, also Ben, dein Cousin, ich weiß nicht, ob der jetzt zuguckt, ich denke mal eher nicht, hab gerade wegen der Zeitverschiebung so einen Brain. Ah ja, stimmt. Ja, hier ist eine Stunde zurück. Deswegen. Auf jeden Fall habe ich die Frage bekommen, Flo, wenn du zuguckst, ich weiß es nicht, aber kann ja sein. Wir lernen hier wirklich im Detail, was bedeutet, was ist ein Kompressor, wie ich schon gesagt habe, Reverb Delay. Und das sieht jetzt zum Beispiel so aus, du bekommst eine Aufgabe, also, oder du bekommst eine File von dem Tutor,
Und er erklärt dir das, du machst es quasi live nach und verstehst, okay, der Kompressor, ich muss den Kompressor benutzen, um bei dem Sound zum Beispiel. So, und dann testest du aus, okay, was passiert, wenn ich den Kompressor benutze, den, wie muss ich den einstellen, was ist, wie muss ich den Threshold einstellen und die Ratio, damit der Sound so komprimiert wird, dass er nicht zu flat ist zum Beispiel oder dass er nicht mehr untergeht. Oder wie benutze ich einen Reverb richtig, wirklich mit Zeitberechnung oder mit Delay-Berechnung. Das heißt, du hast einen Song in 128 BPM, berechnest dann, okay, 60.000 Millisekunden durch 128 Beats pro Minute, okay, so muss das Delay aufgebaut sein oder diese Zeit muss ich fürs Delay einstellen, damit ich das in das Ergebnis kriege. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo nie drüber nachgedacht hast oder was für verschiedene Typen es von Reverbs gibt, Plate Delay, was weiß ich, oder Space Design. Also will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber zu wissen oder zu verstehen, okay, das ist deswegen oder das benutzt du dafür. Das ist halt, früher hast du halt alles für alles benutzt und der gibt dir hier die Struktur, okay, wie mixt du einen Track richtig. Aber Mixing, das ist quasi, selbst mein Tutor hat gesagt, der macht es jetzt seit 30 Jahren, der lernt nie aus, das ist lebenslanges Lernen und du kannst halt erwarten, dass du nach Wochen schon Mixing beherrschst. Deswegen bin ich da sehr optimistisch. Es ist klar, anstrengend, was heißt anstrengend? Das ist viel Arbeit. Aber wenn du es am Ende mal kannst, wo du an dem Punkt angekommen bist, okay, die Tracks, die ich jetzt mixe, klingen einigermaßen gut. An dem Punkt bin ich noch nicht. Da habe ich einfach noch zu wenig Übung drin. Oder sagen wir so, es wird besser. Aber zu wissen, okay, du weißt irgendwann, du verstehst, was du machst. Warum muss der Track, der Studio Technician kommt nochmal rein, aber egal, ich rede jetzt einfach weiter. Das zu wissen, warum du wie was machst, gerade mit dieser Struktur, wie ich schon gesagt habe, Gold wert. Gold wert. Und die Tutoren sind selbst Leute aus der Musikindustrie. Das heißt, die haben schon für große Künstler gemixt. Die sind Mix- und Master-Engineers für Riesenproduzenten oder keine Ahnung, haben für, keine Ahnung, Amy Winehouse oder was weiß ich, die Mix-Sounds gemacht. So Sachen halt. Und du fühlst dich halt schon irgendwie so, ich sag mal so ein bisschen Boss, wenn du quasi in der Klasse sitzt mit den Tutoren, die dir dann quasi das beibringen, was sie wissen. Das ist halt einfach Gold wert. Das findest du halt auf YouTube nicht. Aber ja, und was war jetzt noch das letzte Modul? Jetzt muss ich mal überlegen: Sounddesign. Music Industry und. Blöd. Ah, da hab ich gerade drüber gesprochen, ganz klar. Ist ja das Art of Mixing Modul. Ja, das sind eigentlich so die Grundsachen, die ich bis jetzt gelernt habe, wo ich sagen kann: Servus, Erik. Ich grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das sind so die Grundfächer, die ich jetzt habe. Womit es halt weitergeht, ist dann, also ich sag so: Ich habe jetzt bis Mitte September diese Kurse. Und danach geht es wieder mit den nächsten zwei Modulen los, weil die nächsten knapp anderthalb Jahre habe ich nur noch zweimal pro Woche Unterricht, weil die Fächer, die werden ja immer schwieriger und dadurch ist natürlich auch mehr Zeitaufwand und du hast dann nur noch zweimal pro Woche 4 Stunden Uni und den Rest ist halt Selbstlernen. Und da kommt jetzt sowas dazu wie Remixen, also Art of Remix, das heißt, wie produzierst du Remixe? Bin ich mal mega drauf gespannt. Und sowas wie Production Portfolio, wo du halt quasi lernst, okay, du willst dich jetzt irgendwo bewerben. Das heißt, du willst dich bei einem Label bewerben oder bei, keine Ahnung, irgendwas und sagst, okay, du willst in der Musikindustrie mitmischen. Da wird dir quasi beigebracht, okay, was brauchst du, um in der Musikindustrie mitzumischen? Oder was brauchst du, nicht mitzumischen, sondern sagen, oder so, ich bin gerade abgelenkt. Da lernst du quasi, was brauchst du, wenn du dich jetzt bei dieser Musikindustrie irgendwo bewerben willst. Wie machst du das, damit du dich bewirbst, damit du hoffentlich auch genommen wirst und dich am besten darstellst. Und genau, das sind so die nächsten zwei Fächer. Womit es dann halt noch so weitergeht, was du hier dann noch lernen wirst, ist quasi Advanced Mixing. Das, was ich jetzt quasi als Grundlagen habe, ist dann im zweiten Jahr das Studium ist quasi vertieft. Is it working? Or? Okay. Okay. Yeah, no problem. I have half an hour left. You're not using it, right?
I will reconnect everything when I'm. No, but you're not using this, right? No, not this one. Just this camera, which I got from the studio technician. Whenever you're done, let me know, because I need to. Yeah, sure, I will call you. I need to put a thing on the. You're not using the desk either. No, right? I'm not using the. I'm using the computer. Yeah, I'm leaving the computer. Yeah, you can shut down the desk if you want, but not the computer. The desk or leave it on. Yeah, we can also. Sorry about this. Yeah, sorry, no, guys. No problem, man. Genau, die müssen ja hier auch ihre Arbeit machen. Also, auf jeden Fall lernst du das, was du im ersten Jahr jetzt hast, als Grundlagen, lernst du im zweiten Jahr vertieft. Das heißt, du hast dann Advanced Mixing, du hast einen Mastering-Kurs oder Mastering-Lessons, wo du quasi lernst, wie du deine Tracks nicht nur mixst, sondern auch dann masterst, für quasi Release fertig. Was auch ziemlich cool ist, das habe ich vergessen zu sagen, du bist quasi... Ich sage mal in Anführungszeichen, in der Lage, innerhalb, wenn du hier startest, innerhalb von 10 Wochen von Beginn des Studiums, die ersten 10 Wochen, wenn du die ersten 3 Module hinter dir hast, quasi einen komplett fertigen Track von null auf zu produzieren. Was ich damit meine, ist quasi nicht, dass du den releasen kannst, dass es ein Hit-Record wird, aber du hast eine komplette Songstruktur, du hast einigermaßen gute Sounds ausgewählt, du hast die Theorie hinten dran verstanden und du hast alles selbst gemacht, ohne Drittanbieter-Plugins oder irgendwas. Das muss man wirklich sagen, brutal. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie anders überhaupt lernen kann, dass man den ganzen Stoff sich selbst beibringt und dann sowas innerhalb von 10 Wochen schafft. Aber es ist auch anstrengend, aber es ist geil. Kann man wirklich sagen. Genau, und im zweiten Studiengang vertiefst du halt alles, was du hier gemacht hast und wirst quasi darauf vorbereitet. Ich hab's gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Klar, die Leute gehen hier auf, die bewerben sich, wenn sie hier kurz bevor sie fertig sind, zum Beispiel bei Sony Records, bei Universal Music, was weiß ich, bei den ganz Großen, haben aber auch sehr gute Chancen oder kommen da auch rein, weil sie sagen, hier, ich habe an der Point Blank studiert. Und wer an der Point Blank studiert, im Regelfall, es ist bekannt, dass du hier eine super Ausbildung kriegst. Und die Leute werden dann auch genommen. Das ist was ganz anderes, wenn du jetzt sagst, ja, keine Ahnung. Also ich will damit niemanden fertig machen, auf keinen Fall. Nur das ist halt so, wie es läuft hier. Okay, ich bin ein Produzent, sage ich jetzt mal. Ich produziere Beats und keine Ahnung. Mache aber nicht mehr. Habe keine gute Ausbildung, weil ich mir das alles selber beigebracht habe. Was ja keine Schande ist. Es geht darum, dass wenn du hier hinkommst, du hast die Kontakte dahin, weil die gesamte Schule, jeder hier ist mit jedem irgendwie vernetzt. Das heißt, du gehst raus hier, der kennt jemanden, der da und da schafft. Der kennt einen Singer, der kennt einen Songwriter, was weiß ich. Und dadurch, dass du hier auch, wenn du in deine Bewerbung reinschreibst, hier, ich habe an der Point Blank Music School studiert, ich mache gerade meinen BA-Studiengang in Musikproduktion und Sound Engineering, wenn du das da reinschreibst, hier, Point Blank Studied, denken die sich auch, Alter, geil, den laden wir ein, der kann bei uns arbeiten. Und es ist halt eine Riesenkette, man darf hier auch nicht nur sehen, das Reine, was du gelehrt kriegst, sage ich mal jetzt, das Theoretische, klar, das muss sein, weil Musik ist die Grundlage und wenn du nicht weißt, wie du Musik produzierst, klappt es halt nicht. Aber da steckt, du zahlst quasi nicht den hohen Preis, nicht nur für die Ausbildung, sondern hier kommt halt die gesamte Musikindustrie zusammen und die Kontakte, die du hier halt hast, die sind halt unbezahlbar. Ich habe hier Kontakte geknüpft, wo die würde ich, wenn ich jetzt in Erbach weiter wohnen würde, dann würde ich mir denken, also würde ich niemals an diese Kontakte kommen. Und diese Kontakte sind kein Garant dafür, dass du irgendwann erfolgreich bist. Aber die können dir halt in der Zukunft vielleicht mal helfen, wenn du sagst, hier. Hier werden Radiomoderatoren ausgebildet, zum Beispiel, die bei KISS FM dann oder bei BBC Radio dann arbeiten. Das sind die größten Radiosender hier in London. Wenn du dann mit denen gut bist und sagst, hier, ey, ich habe einen Track, kannst du mal bitte gucken, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, in meinem Radio zu spielen. Dafür muss der Track halt fertig sein und gut sein. Gar keine Frage. Aber du hast die Möglichkeiten, die Kontakte hier. Es ist relativ schwierig, muss man wirklich sagen, das hätte ich nicht gedacht. Die Schule wirbt viel mit Networking, ganz klar. Ich erzähle auch viel davon. Aber, jetzt kommt das große Aber. Viele Studenten haben gar nicht so den Drang, groß miteinander zu arbeiten, sondern viele sind auf dem Trip, okay,
ich muss für mich arbeiten, damit ich erfolgreich werde, weil es soll mir niemand anderes helfen oder ich will niemand anderem verhelfen, dass der mal erfolgreich wird. Was der komplett falsche Weg ist. Ich arbeite hier mit anderen Leuten zusammen. Ich lerne teilweise innerhalb von 5 oder 10 Minuten, wenn der was erklärt, lerne ich teilweise mehr als 4 Stunden Vorlesung, weil du es dann verstehst, wenn dir jemand anders erklärt, du zusammenarbeitest. Deswegen bin ich ein Riesenbefürworter dafür, mit anderen Collabs zu produzieren. Das heißt nicht, dass ich da nichts mache, dass mein Name dann dasteht. Oder was weiß ich, dass ich Credits kriege. Es geht darum, dass du mit denen zusammenarbeitest, mit den Tracks machst und verstehst, dass ihr das zusammen gemacht habt. Für mich ist es auch ein großes Missdenken, dass die Leute mal sagen, du musst nur alleine Musik rausbringen. Ja, das ist mal wichtig, dass du alleine Musik rausbringst. Aber ich habe jetzt am Anfang, denke ich mir, was ist so schlimm daran, wenn ich jetzt mit anderen hier zusammenarbeite, die mit mir studieren? Ich arbeite gerade an 3 Tracks gleichzeitig mit einem anderen Studenten hier. Wir wollen alle 3 Tracks releasen. Eine Idee kam von mir, ich habe das Arrangement fertig gemacht, wo ich denke, ja, das könnte ein geiler Track werden. Und dann steht da halt Nico Klein und dann der Co-Produzent. Und dann kommt er mit einer neuen Idee für einen komplett anderen Track, was ein Hardstyle-Track wird. Ich mache wahrscheinlich so, mein Track wird eher so in die Richtung, wenn er mal irgendwann vielleicht fertig wird, House oder sowas, zum Beispiel. Und dann mache ich mit ihm was komplett anderes, Hardstyle-Track. Was ich aber nicht schlimm finde, wenn wir das dann, wenn wir die Möglichkeit haben, es rauszubringen, mache ich es. Auch wenn die Leute dann sagen, warum bringst du einfach was alleine raus? Ja, weil ich es aber so lerne, um das mal in der Zukunft machen zu können. Deswegen bin ich ein Riesenbefürworter dafür, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, zusammen zu produzieren. Was für mich jetzt am Anfang nicht irgendwie eine Aussage ist für Erfolg oder nicht. Aber es ist ein wichtiger Faktor zu lernen. Und deswegen mache ich das auch. Und das machen hier auch viele andere, aber viele andere wieder nicht, weil sie denken, ich muss alleine machen. Ich will alleine erfolgreich werden. Ich habe das schon alleine und so läuft es halt nicht. Die denken, sie müssen weder Kontakte in die Musikindustrie haben oder Freunde, was weiß ich, zu größeren Produzenten. Ja, ich mache das. Ich release meinen Song, ich bringe es auf HyperEdit hoch oder ich release selbst mit DistroKid auf Spotify oder einer anderen Plattform. Ja, ich brauche kein Label, das mir im Rücken steht oder Promotion macht. Ich kriege das alleine hin. Und das ist halt genau die falsche Denkweise. Wenn man mal ehrlich ist, die Musikindustrie ist ein Business. Was wir hier auch gelehrt kriegen, was ich auch nicht gedacht hätte, die Tutoren oder manche Tutoren wirklich, es heißt, wie es auch betont ist, lustig, es heißt Music Business und nicht Music Business, sondern das Business steht oben in der Musikindustrie. Und es ist ein Riesenfaktor, ist natürlich Geld. Und nicht alles ist die Musik. Und das hat mir auch ein bisschen, also ich sage nicht die Laune genommen, aber es hat mir mal ein bisschen die Augen geöffnet, was eigentlich wirklich heißt, erfolgreich zu sein mit Musik. Und es geht nicht darum, dass du die besten Tracks produzierst. Es gibt hier so dermaßen gute Produzenten, wo ich denke, Alter, brutal geiler Track. Wenn du den release, der müsste doch durch die Decke gehen. Ja, tut's aber nicht. Warum? Ja, weil es halt einfach noch nicht funktioniert, weil sie sich nicht darum kümmern, hier, wie baue ich mir eine Marke auf oder wie vermarkte ich das richtig. Ich mache denen keine Vorurteile, null, oder ich kritisiere die nicht. Aber das sind halt alles Dinge, die man selbst hier unterschätzt hat. Aber ich bin froh, dass ich das halt weiß. Oder gerade noch lerne. Aber ja, ich gebe viel im Moment, wo ich denke, ja auch manchmal hier, warum klappt es nicht so, wie ich es gerne hätte? Aber das ist halt gerade als Musikproduzent. Ich persönlich kann jetzt mal ganz ehrlich sagen, nenne mich selber noch, ich sag mal, noch nicht Musikproduzent, weil das ist immer so gesehen, okay, ich produziere, keine Ahnung, das ist auch keine Kritik an irgendjemand anderen, aber bei Deutschrap ist es, warum auch immer, komplett anders. Stichwort Tio, Pansam und so weiter, keine Ahnung. Aber Ben, genau das ist, was ich hier meine, und du, das ist jetzt auch wahrscheinlich das, was ich dir sage, meinst du auch. Viele sagen, ja, ich bin Musikproduzent. Ja, was produzierst du denn? Ja, ich mache Trap-Beats, ich mache 4-Bar-Loops und verkaufe die dann für einen Zehner das Pack oder sowas. Wo ich mir auch denke, du bist kein Musikproduzent. Du hast keine Ahnung von Musiktheorie, du weißt nicht, wie man komponiert. Das alles. Und deswegen sage ich jetzt, ich bin noch kein Musikproduzent. Auch wenn mein Studiengang Music Production heißt, wenn ich danach ein Bachelor studiert, ich habe dann meinen Bachelor in Musikproduktion und Sound Engineering gemacht. Ich kann mich danach Sound Engineer nennen. Aber das heißt für mich, so ein Abschluss heißt für mich nicht, dass ich dann auch wirklich was drauf habe oder einer bin. Es gibt Leute, die sind hier an der Schule, die studieren nur, weil sie das Studentenleben mal wieder genießen wollen, weil sie in der Riesenindustrie gearbeitet haben. Die haben Millionen verdient, die brauchen sich um Geld keine Sorgen mehr machen und studieren hier nur, weil sie das Studentenleben leben wollen. So.
Und dann gibt es die anderen, die hier sind, weil sie denken, die wären die größten, die wären Musikproduzenten dabei, sorry, dann verkaufen die ihre 4-Bar-Loops von FL Studio. Und das ist für mich kein Musikproduzent. Da steckt so viel mehr hinten dran. Klar, du musst gute Musik produzieren können. Was heißt komplett anders? Aber da gibt es viele Artists, die immer noch independent sind. Das ist ein Riesenthema, Ben. Independent Artists hatte ich heute in Musikindustrie. Sorry, mir läuft die Nase ein bisschen in der Klimaanlage. Independent ist nichts Schlechtes. Es geht nur darum, dass die es viel, viel... Das Licht ist gerade ausgefallen und wieder an. Komisch. Die wollen mir wahrscheinlich sagen, dass ich bald raus muss. Und die haben es einfach nur schwieriger, weil wenn jemand in einer riesen... Darüber schreibe ich jetzt mal eine Facharbeit, Ben. Danke, dass du mich anschreibst. Wie schaffen es Independent Artists erfolgreich zu werden in der Musikindustrie? Das ist ein hochkomplexes Thema. Es werden richtige Masterthesis darüber geschrieben, die ich jetzt einbeziehen muss, quasi als Facharbeit. Warum die es schwärmen oder wie die das geschafft haben. So, ein hochkomplexes Thema. Nicht unmöglich, aber du musst ein Verständnis haben, wie die Musikindustrie funktioniert, ein Grundverständnis. So, andernfalls wirst du niemals erfolgreich mit deiner Musik. Du kannst so viel geile Musik produzieren, wie du willst und die rausbringen und jeden Tag, wie gesagt, Spotify, jeden Tag 62.000 neue Tracks bei 8 Millionen Artists oder mehr als 8 Millionen. Wie viele sind denn wirklich erfolgreich? 0,0012% der gesamten Menschbevölkerung oder was weiß ich. So, ich war jetzt irgendeine Zahl aus hergegriffen, aber es ist auch, ja, mir läuft die Nase so, ey. Ich hab kein Tempo, sorry. Ja, deswegen rufe ich mich selber noch nicht als, ich sag mal nicht so, nicht als Nicht-Musikproduzent, aber als angehende Musikproduzent. Deswegen habe ich auch das Video gemacht auf YouTube, wo bald auch das nächste Video folgt. Ich muss es noch fertig schneiden. Starting out as a music producer. So, niemand zeigt den, habe ich bis jetzt noch keinen gesehen, der wirklich zeigt, wie läuft die, der Weg, um Musikproduzent oder um erfolgreicher Artist oder DJ zu werden, wirklich ab. Sondern jeder zeigt nur hier, du, ein Martin Garrix, ein Hardwell, ein Tiesto, Armin van Buuren, die ganz Großen, Robin Schulz. Du siehst nur denen ihre Erfolge. Klar, die haben sich das hart erarbeitet. Und die Leute denken immer, ja, das ist denen so, ein Track produziert, der ging durch die Decke, ist jetzt weltbekannt. Nein, das ist so nicht. Aber niemand zeigt halt wirklich, wie es abläuft als angehender oder Starting Music Producer. Und das will ich hier mal ein bisschen so vermitteln. Und der Hauptgrund, warum ich das mache, ist, dass ich in einigen Jahren, keine Ahnung, 5 Jahren, 10 Jahren zurückblicken will und sehe, oh mein Gott, was habe ich damals gemacht, wo stehe ich heute? Es kann sein, dass ich in 10 Jahren aufgehört habe mit Musik und gar nicht mehr weitergemacht habe. Oder es kann sein, dass meine Musik mega durch die Decke gegangen ist. Keine Ahnung. Aber darauf fokussiere ich mich, oder will ich mich noch nicht fokussieren, weil die Karriere läuft ja... Oh, lol, Andy, grüß dich. Geiler Produzent übrigens. krass, dass du eingeschaltet hast. Die Karriere läuft ja auch bei jedem anders ab. Da gibt es ja einen keinstimmigen Weg oder Konzept, das auf jeden trifft. Und genau das ist es nämlich. Die Leute denken immer, das haben wir auch erzählt, oder kriegen wir ja auch quasi gelehrt, die Leute denken, gute Musik produzieren, an Labels schicken, Boom, Promotion, Vermarktung. Nein, ist es nicht so. Jeder muss gucken, dass er irgendwie eine Marke aufbaut, weil du bist am Ende, wenn du erfolgreich bist. Ein Robin Schulz ist kein Musikproduzent mehr, ein Felix Jähn ist kein Musikproduzent mehr. Das sind Brands, das sind Marken, die verkauft werden. Es ist eine eigene Marke und du musst versuchen, deine eigene Marke aufzubauen. Und das ist unfassbar schwer, wenn du gegen 8, ich sag mal, keine Ahnung, 10 Millionen, 12 Millionen Musikproduzenten, also Minimum, Produzenten, allein die es ja nur auf Spotify gibt, ich sag mal nicht ankämpfst, aber irgendwo ist es schon ein Konkurrenzkampf zu gucken, okay, wie werde ich erfolgreicher als der und der zum Beispiel. Und es ist ein wahnsinnig komplexes System, was dahinter steckt, von Networking, von Branding, wie verkaufe ich mich, wie verkaufe ich meine Marke. Und das ist, ja, die meisten beschäftigen sich einfach damit nicht. Oder die haben Glück, was heißt Glück? Die haben Manager oder einen A&R-Manager oder ein Label hintendran oder irgendwas, die für die die Arbeit übernehmen, für, keine Ahnung, Publishing, für Film- und TV-Ausstrahlung, was weiß ich. Was du halt auch, was auch ein Riesenpunkt ist, was die meisten Produzenten und DJs oder Künstler unterschätzen, ist, wie machst du am meisten Geld in der Musikindustrie? Am meisten Geld in der Musikindustrie machst du mit Live-Auftritten. Es gibt nichts anderes auf dieser Welt. Kein Streaming, kein Merchandise-Verkauf, es geht um Live-Gigs. Die Leute bezahlen bei dem Coldplay-Konzert um die 70 Millionen, allein Coldplay hat an dem Abend vor 120.000 Leuten 70 Millionen eingenommen, an einem Abend. Und das kriegst du halt einfach nicht mit deinen Streams. Klar, die ganz Großen verdienen viel Geld mit ihren Streams, aber die Haupteinnahmequelle für
große Künstler, sage ich mal jetzt mal, DJs und Produzenten, ist Live-Performance. Damit machen die meiste Kohle. Wenn die 10 oder 50.000 Euro oder 100.000 Euro an einem Abend kriegen, an einem Abend, ja klar ist es denen ihre Haupteinnahmequelle, aber du musst mal betrachten, womit verdiene ich mein Geld? Ich will Remixer sein, ich verkaufe mich als Sound-Ingenieur, ich verkaufe mein Merchandise. MD Live macht ca. 70% aus. Ja, genau, du sagst es. Live-Performance macht den Größteil aus mit dem Geld, was du verdienst. Glück gehört immer dazu, aber auch egal, ob Major oder nicht. Es ist einfach ein steiniger Weg. Ja, es stimmt. Es ist einfach... Klar, wenn du in einem Major-Label bist, die dich supporten. Ein Major-Label, guck Vivendi an, was... Ding, nicht Vivendi. Guck dir Universal an oder Sony Records. Die haben unfassbare Mengen an Kohle, was die in Künstler hauen können. Das sind mehrere Millionen pro Beträge. In die Milliardenhöhe geht das ja schon. In Millionen, Milliardenhöhe. Klar, als Independent Artist hast du halt schwer. Du musst halt gucken, okay, ich muss mich selber vermarkten. Ich muss mir selber die Promotion machen. Aber es ist nicht unmöglich. Es gibt ja auch Indie-Labels, also Independent-Labels. Die sind natürlich nicht so groß wie die Major-Labels. Aber es heißt nicht, es muss auch jeder für sich gucken. Das ist auch ein riesiges Thema. Was heißt für die Leute Erfolg? Wenn ich jetzt sage, ich will erfolgreich mit meiner Musik werden, ist, ich will geile Musik produzieren, wo ich leider noch nicht bin. Ich bin viel, viel besser als vor einigen Monaten. Ich kann sagen, ich bin kein Anfänger mehr. Ich kann einigermaßen Musik produzieren. Aber es hat halt noch längst kein... wo ich sagen kann, okay, das kann jetzt released werden. Noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Shit. Sorry, jetzt wollte ich gerade was erzählen. Ja, achso. Nein, ich habe es vergessen. Sorry, schreib mal kurz in den Chat, was ich gerade sagen wollte, ehrlich. Ich habe gerade wie ein Blackout, weil ich mich gerade, weil gerade so viele Themen in meinem Schädel sind, die ich dazu sagen könnte. Aber ja, nochmal zurück zu euch. Es ist ein steiniger Weg, egal wie. Und die meisten Leute unterschätzen halt einfach, wie hart es wirklich ist. Du bist quasi independent, du bist selbstständig, unabhängig, musst halt alles lösen. Wie, oh shit, wie mache ich das? Wie mache ich die Promotion? Wen stelle ich ein? Wer macht mir den Businessplan? Wie mache ich die Promotion für anstehende Gigs? Wo vermarkte ich mich überhaupt? Wie bilde ich mir die Marke? Also all diese Dinge machst du ja selber. Und wenn du eine Major-Label wie Universal oder Sony Records bist, die machen das für dich, wenn die, jetzt kommt aber das große Wenn, wenn du den Kohle bringst, sobald du kannst mit den Leuten bestens befreundet sein in einem großen Major-Label, aber wenn du die, wenn die jetzt sagen, okay, die fördern dich, du bringst, keine Ahnung, so und so viel Millionen pro Jahr ein fürs Label, dann unterstützen die dich, aber wenn die dann merken, okay, du bringst keine Kohle mehr, kannst du mit denen befreundet, die sagen, ey, sorry, ciao, und das ist halt die Musikindustrie, wie es halt wirklich abläuft. Da geht's einfach nur um Kohle. Zu Majors zu kommen, ist ja gar nicht so schwierig, dort zu bleiben. Ja, du sagst es nämlich, weil, guck dir Robin Schulz an. Also mega krass, was Robin Schulz erreicht hat. Mit einem Remix, was er selber erklärt hat, in 5 oder 6 Stunden hinkriegt, fertig produziert hat mit dem Waves Remix, einen Song, den es ja schon gab, wo er einfach ein Drumbeat drunter gesetzt hat. So, der wurde entdeckt und wurde ja nochmal re-released, sage ich jetzt mal, nochmal released bei seinem Major-Label, jetzt muss ich mal bei Warner Music. Der ist ja unter Warner Music unter Vertrag. Aber natürlich musst du auch immer wieder nachliefern, genau wie in Felix Jähn, wo die Leute am Anfang gedacht haben, das ist ein One-Hit-Wonder mit Cheerleader, aber eben nicht, er hat es geschafft mit dann Ain't Nobody und was weiß ich, was er dann noch, Feel Good, was er alles noch produziert hat, er hat es geschafft, am Ball zu bleiben. Natürlich hatte der Unterstützung von seinem Label, aber wie viele sind das denn mal im Ernst? Und ich will wirklich, ich will nach ganz oben. Für mich, wenn mich jetzt jemand fragen wollte, das war nämlich heute die Frage in der Vorlesung, wir waren nämlich nur 4 Leute oder 5 Leute in der Vorlesung und konnten halt alle miteinander quatschen und haben darüber über die Erfolg, was ist Erfolg in der Musikindustrie gesprochen. Musste jeder sagen, was ist für ihn persönlich Erfolg. Und da habe ich gesagt, für mich ist Erfolg in der Musikindustrie, erstmal, ich will richtig geile Musik produzieren, aber ich will mal viel Geld verdienen. Ob ich das mal erreiche, keine Ahnung. Da gehört natürlich auch Glück dazu, wie du schon geschrieben hast, Ben. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, vielleicht die richtigen Leute kennenlernen. Dass du Leute hinter dir hast, die dann an dich glauben und die dir helfen, dich weiterzuentwickeln. Es kann auch sein, dass ich in ein paar Jahren sage, okay, ist nichts geworden, ich habe es probiert, es funktioniert halt einfach nicht. Was so ziemlich meine größte Angst wäre, aber wo was ich mir gerne nicht ausmalen will, weil die Musik ist mein Leben und ich will irgendwann mal groß rauskommen. Ich, also was heißt für mich groß rauskommen? Ich will irgendwann mal viel touren,
aber nur eine gewisse Zeit. Ich will natürlich Geld verdienen und mich auf die Musik konzentrieren können. Fulltime. Bevor ich hier in London, ich bin nach London gekommen letztes Jahr. Und bevor ich angefangen habe, noch zu studieren, habe ich hier schon gearbeitet. Vielleicht guckt mir mein Arbeitgeber auch gerade zu. Ich habe in einer Currywurstbude gearbeitet, um mir ein bisschen Geld dazu verdienen, weil die Mieten hier so scheiß teuer sind. Ich bezahle pro Monat ungefähr 1.000 € allein nur Miete. Und dann kommt ja noch Essen nochmal dazu, was auch nochmal 300-400 € im Monat sind. Das ist schweineteuer hier. Deswegen habe ich gesagt, ich muss arbeiten, bevor ich hier studiere. Aber das will ich halt irgendwann mal erreichen, dass ich unabhängig bin, dass ich quasi mir aus so vielen Quellen Income gesaved habe, dass ich sage, okay, ich habe hier, ich mache hier Merchandise, ich habe. Ich verkaufe meine Remixe, ich bekomme oder ich verkaufe meine eigene Musik, ich habe Live-Auftritte, was mich natürlich am meisten freuen würde, wenn ich viel Live-Auftritte habe, aber auch viel Musik produzieren kann. Die zwei Dinge. Aber das ist mir aus so vielen Quellen und das unterschätzen die Leute, das wissen die meisten gar nicht. Die denken ja, hier mit Streams verdiene ich mein Geld oder mit Plattenverkauf. Warte mal kurz, ich gehe gleich auf deine Frage ein. Aber das sind so viele verschiedene Dinge, wo du Geld nehmen kannst in der Musikindustrie. Von Gebühren, wenn die im Radio spielen. Also teilweise, wenn die sagen, die spielen dann ta am Tag 10-mal deinen Track im Radio, das sind gleich mal 3, 4, 5.000 € oder Pfund hier, was du pro Tag verdienen kannst. Oder du verkaufst deine Klamotten als Merchandise. Du verkaufst, was weiß ich, Remix-Projekte oder. Auf jeden Fall kannst du massig Geld rausziehen aus der Musikindustrie. Das ist am wenigsten oder nur ein Bruchteil von dem Streaming, was Leute generieren. Major Labels zahlen aber so viel, Major Labels zahlen aber so viel, dass man auch schneller untergehen kann. Man muss schon selbst etwas mitbringen, nur weil Major mitzusammen heißt noch lange nicht, dass man auch diese, was? Well Majors, die mit, die Grundrauschen entsteht, genau. Ich verstehe jetzt nicht genau, was du damit meinst. Da sind ja, ich muss hier gleich raus. Wenn ihr noch kurz, wartet mal kurz, ein paar Sekunden. Ich frage mal kurz was, dann können wir noch kurz weiter quatschen. Moment. Moment, is it possible to sit here or are you closing the conference? Ja, okay. Also wenn ihr mich jetzt gehört habt, dann, die machen jetzt die Point Blank zu. Das heißt, ich muss hier jetzt raus. Es gibt noch so, so viel mehr zu diskutieren. Das kann ich gar nicht alles abdecken. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier abbrechen muss, aber die machen hier zu in 5 Minuten. Ich muss nur abbauen. Hat mega, mega Spaß gemacht, diese Diskussion zu führen. Jetzt habt ihr hoffentlich mal einen Einblick gekriegt, was ich gerne machen würde, wo ich mir aber noch nicht sicher bin, da könnt ihr jetzt mal in den Chat schreiben, ist, ich könnte auch nachher daheim noch weiter streamen, wenn ich daheim wieder bin, aber der wird keiner mehr zugucken. Deswegen. Vielleicht streame ich nachher nochmal gucken. Keine Ahnung, wenn dann spontan und wenn keiner drin ist, höre ich wieder auf. Auf jeden Fall habe ich was vor, wo ich denke, das klingt blöd, aber ich wollte so Study With Me Videos machen. Das heißt, während ich selber Musikproduktion lerne oder während ich selbst lerne, einfach so Livestreams drin zu machen, wo ich kein Wort rede und einfach nur die Kamera dazu laufen lasse und was ich lerne. Schreibt es einfach mal rein. Ich weiß, es ist eine weirde Idee, aber ist mir irgendwie eingefallen. Ich hätte mega Bock. Vielleicht interessiert es auch kein Schwein oder motiviert andere dazu, okay, der macht gerade Musik, der lernt gerade irgendwas, jetzt könnte ich das auch machen. So mit Lo-Fi-Musik hinten dran, wenn man mich mal nur sieht, wie ich Musik produziere, keine Ahnung, aber ihr hört halt nichts davon. Schreibt es mal rein oder lasst es mich mal wissen. Ist eine weirde Idee, ich weiß, aber ich hätte irgendwie Bock drauf, keine Ahnung. Aber ich bin mir da noch nicht sicher, aber das werde ich euch dann erzählen. Aber ja, es hat mega Spaß gemacht. Yo, I'm ready. 5 minutes left. So, thank you. wait, should I reconnect everything or do you do this later? I will. Yeah, will. Okay. Just leave everything. Yeah, perfect, thank you. Okay, er macht das dann später alles. Ja, cool. Schreibt es einfach mal mir persönlich am besten oder hier, wie ihr wollt. Aber ja, vielen, vielen Dank. Ich gucke gleich mal, wie viele Leute zugeguckt haben. Es haben doch einige mehr zugeguckt. Ich habe gedacht, vielleicht sind da nur ein, zwei Leute drin, aber wir waren teilweise 40, 50 Leute, was ich hier in meinen Stats gesehen habe. Hat mega Spaß gemacht. Ich würde gerne noch weiterreden. Aber ich muss jetzt hier leider raus. Ich weiß noch nicht, bin ich spontan nachher. Jetzt kann ich den Screen Recorder beenden und den Stream auf für die Zukunft. Weil, ja, danke dir. Oh, cool, dass du es aufgenommen hast. Vielleicht, ich verspreche es nicht. Komme ich nachher nochmal später, wenn ich daheim bin, spontan online und stream nochmal eine Runde und wir können über irgendwas reden, wenn da jemand Bock hat. Oder wenn nicht, lass es halt einfach. Wir gucken einfach mal. Aber vielen, vielen Dank für alle, die dabei waren.
für alle, die dazu gejoint sind und das Studio noch einmal sehen wollen, ich zeige es euch noch einmal auf die Schnelle, wo ich gerade sitze, an was für einem massiven Ding hier. Es ist brutal. Oh scheiße, das Kabel ist kaputt. Ja, das Kabel ist aus. Egal. Ihr seht mich jetzt nicht mehr. Kacke. Ich habe vergessen, dass es kaputt gegangen ist, das Ding. Aber ja, ich fahre es noch einmal hoch. Ich sage euch noch Tschüss. Vielen, vielen Dank für alle, die zugeguckt haben. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Nee, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sei es um Studium hier oder was auch immer ihr wissen wollt, könnt ihr mir jederzeit in Instagram schreiben. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr hier einmal auf Follow klickt bei Twitch und mir vielleicht auch auf dem NKDJ-Account auf Instagram folgt. Da werdet ihr mal auf den Laufenden gehalten. Und in, ich glaube, 11 Tagen oder 12 Tagen könnt ihr vorbeischauen. Da lege ich ein Zelt auf der Kerb auf. Wird richtig heftig. Ich fliege extra an dafür. Ich fliege freitags an für die Kerb und sonntags wieder zurück nach London. Es wird mega heftig. Kommt vorbei. Es wird richtig geil. Ich bin richtig gespannt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich beende jetzt den Stream, muss hier noch kurz alles fertig machen und bedanke mich. Und ihr werdet auf dem Laufenden gehalten, wann ich den nächsten Stream mache und ob ich mich entschieden habe, ob ich diese Study With Me Videos mache mit den Streams, wo ich nichts sage und einfach nur mich filme, wie ich produziere. Ja, cool, macht's gut und ciao.